Hallo und herzlich willkommen bei Wattebällchen TV. Heute ist es bei uns so richtig widerlich draußen mit so Wind und so. Es hat auch vorher kurz gehagelt. Von daher dachten der Sammy und ich uns, wir machen heute draußen nichts und zeigen euch dafür, wie man ein Anzeigeverhalten, und zwar ein Sitz, bei einer Geruchssuche aufbaut. Das heißt, ich habe hier einen Geruchsträger, das ist ein ganz normaler Salzstreuer, mit einem Zimtstangerl drinnen. Man riecht das sogar als Mensch raus, also für den Hund ist das kein Problem. Und dass der Hund den Gegenstand nicht verknüpft, habe ich hier noch zum Abwechseln eine Einwegspritze mit auch einem Zimtstangerl drinnen. Wer möchte, kann natürlich auch dieses Kinn drauflegen als Anzeige verwenden. Nachdem auch der Sammy sehr gestresst ist, wenn es draußen so windet und bläst, machen wir lieber kürzere Einheiten und dafür beenden wir das, wenn es ihm zu viel wird. Jetzt geht er selber weg und macht lieber was anderes, dann hat er das natürlich. In diesem Sinne, viel Spaß beim Üben und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir dann natürlich gerne schreiben. Bye bye!